Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal Frischluftfans. Mein Name ist Sven. Ich begrüße euch heute vom Wohnmobilstellplatz in Warnemünde, genauer gesagt auf dem Wohnmobilstellplatz auf der Mittelmole. Ehe ich euch den Platz mal zeige, nehme ich euch kurz mal mit auf eine Runde durch Warnemünde und zeige euch, was man hier so machen kann. Und ich hoffe, euch kann ich das ein bisschen näher bringen, dass man hier eine ganz gute Zeit verbringen kann. Übrigens hier so im Hintergrund ist ein Riesenrad. Das ist, wenn ihr hier die Anreise habt, ein ganz gutes Orientierungsziel, wo ihr sehen könnt, wo ihr hin müsst. Aber wie gesagt, zu dem Platz komme ich später nochmal. Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Runde. Ja, ich hoffe mal, dass der Ton einigermaßen funktioniert. Es ist arg windig heute. Gestern ging es gar nicht mit dem Filmen. Da hat es zu dem Wind auch noch Regen gegeben. Also es war richtig winterlich gestern, also arschkalt und kein schönes Wetter. Im Hintergrund seht ihr jetzt besagten Wohnmobilstellplatz und ich befinde mich jetzt auf der Mittelmole. Hier ist auch Anlegestelle oder Kaimauer für alle möglichen Ausflugsdampfer oder Kutter und was auch immer. Also die können hier festmachen. Und geradezu, ich schwenke gleich mal rum, seht ihr jetzt schon das Terminal, wo die großen, wirklich die großen Pötte anlegen. Ja, hier könnt ihr es sehen, nur wenige Schritte vom Stellplatz entfernt ist also dieses Passagierterminal für die großen Ozeanriesen. Gestern lag hier hinter diesem Schiff noch eine AIDA, die ist gestern Abend noch ausgelaufen. Euch das hier zeigen will, hat allerdings einen anderen Hintergrund, und zwar diese Fähre, die ihr hier vorne seht. Das ist die Warnemünde und die fährt hier über die Warnow rüber auf die andere Seite nach Hohe Düne. Und das würde ich euch ans Herz legen, das ruhig mal zu machen. Gerade wenn ihr Fahrräder dabei habt, auf der gegenüberliegenden Seite könnt ihr ewig weit Fahrrad fahren. Also ich sag mal, als nächste Orte kommen dann Markgrafenheide, dann Graal-Müritz und ich sag mal, wenn ihr gut unterwegs seid, so 25 Kilometer, dann seid ihr schon am Fuße des Fischland-Dars in Dierhagen. Was ich euch auch empfehlen kann, so auf Höhe Markgrafenheide geht es so rechts rein in so ein Waldgebiet, da kann man auch schön Fahrrad fahren und dann kommt man zum Schnattermann. Das ist ein beliebtes Ausflugslokal hier mit einem großen Biergarten und so kann man eigentlich hier einen schönen Tag verbringen. Außerhalb des Touristentrubels, der hier natürlich in Warnemünde so vorherrscht. Also mit dieser Fähre hier kann man zu Fuß mit Fahrrädern oder mit dem Auto rüberfahren und kann da drüben, ich sag mal, ein bisschen ruhigere Zeit verbringen. Ja, haben wir es wieder, das Riesenrad, was direkt neben dem Wohnmobilstellplatz quasi steht. Und hier ist so eine, sie nennen das irgendwie Erlebnisgastronomie. Also es ist so eine Mischung aus Strandbar, kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Aber auch Après-Ski-Hütte und so, also eine ganz wilde Mischung. Läuft auch immer so Ballermann-Musik. Gestern habe ich hier einen Glühwein getrunken. Bei den Temperaturen kam es einem eher vor wie Weihnachtsmarkt. Und hier hat gestern ein DJ aufgebaut. Allerdings muss ich sagen, ich habe das nicht gehört. Also ich weiß nicht, ob die Windrichtung gepasst hat. Also es ist jetzt keine Lärmbelästigung gewesen hier von der Vergnügungsmeile hier. Das war alles wirklich entspannt. Kann man aushalten. Hier vorweg seht ihr den Bahnhof von Warnemünde. Das heißt, diese Mittelmole ist hier quasi so ein Verkehrsknotenpunkt auch. Also hier kommen die Reisenden an, die dann auf die Kreuzfahrtschiffe gehen. Und von hier aus kann man auch in die Rostocker Innenstadt fahren. Wir hatten ja schon mal ein Video gemacht vom Stellplatz am Stadthafen. Also wenn ihr euch die Stadt angucken wollt, ist der eigentlich nicht verkehrt. Man kann allerdings auch hier stehen und daneben mit Bus und Bahn auch reinfahren in die Stadt. Ne? So, hier ist die Einfahrt zu dem Parkplatz, der quasi dem Wohnmobilstellplatz vorgelagert ist. Zu Preisen und allem drum und dran sage ich nachher noch mal was. Ich will euch nur kurz zeigen, wie kurz die Wege hier sind. Also hier direkt an der Einfahrt, ein paar Schritte weiter, beginnt eigentlich schon dann der
historische, aber auch touristische Teil von Warnemünde. Und kleiner Tipp noch für euch zum Frühstücken. Hier vorne, noch vor der Warnow-Brücke, vor dem alten Strom, ist eine Bäckerei. Da kann man morgens seine Brötchen holen. Und falls ihr für längere Zeit in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sein wollt, diese Bäckereikette Lila Bäcker, die sind hier in Mecklenburg-Vorpommern relativ viel vertreten. Und da lohnt es sich für euch, vielleicht die App runterzuladen, dann gibt es bei jedem Einkauf ein bisschen Rabatt. Ich denke mal, wenn man 14 Tage hier unterwegs ist, weil die Bäckerei gibt es hier überall, dann kann man echt ein bisschen, ein paar Euro sparen. So, ich stehe jetzt auf der Brücke, die über den alten Strom führt, in den eigentlichen Ortskern von Warnemünde. Hier sieht man es, die Fischkutter, die allerdings wahrscheinlich in den wenigsten Fällen nur noch tatsächlich Fischen fahren. Auf der rechten Seite, ich gehe gleich mit euch da mal lang, da sind so ein paar Geschäfte, ein paar Restaurants. Aber die Wagen, die hier stehen, die sind hier fest, die stehen hier immer. Da gibt es jede Menge Fisch in geräucherter Form oder Fischbrötchen und auch Frischfisch. Und auf der anderen Seite sind auch so ein paar Kutter, wo Fischbrötchen verkauft werden. Viele Restaurants, kleine Geschäfte und natürlich hier so Hafenrundfahrt und so weiter. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es ist noch nicht so arg viel los. Ich bin heute extra, ich sag mal, für meine Verhältnisse zeitig los. Also es ist noch kurz nach 10 erst. Ich sag mal, in einer Stunde, dann ist hier richtig was los. Man hat auch gesehen, einige Buden sind noch zu, aber ich wollte eigentlich die Gelegenheit nutzen und ein bisschen weniger Menschen drauf haben. Aber lasst euch nicht täuschen, also es ist schon ein Touristenmagnet und auch Einheimische, auch so wie wir. Warnemünde ist immer eine Reise wert und hier kann man wirklich einen schönen Tag verbringen. Und das spürt man nachher auch, also es wird deutlich voller werden. Ne? Also lasst euch da nicht in die Irre führen und denkt, ja, der hatte doch in dem Film da kaum Leute drauf bei herrlichem Wetter. Es ist noch recht früh. Ich bin jetzt wieder an der Brücke über den alten Strom angekommen und gehe jetzt mit euch mal die, ja, von mir aus gesehen linke Seite lang. Charakteristisch sind hier wirklich die alten Häuser, die Fischerhäuser oder Kapitänshäuser, je nachdem, sieht man wahrscheinlich an der Größe. Also hier ist noch viel alte Bausubstanz erhalten, während auf der anderen Seite, wo ich eben war, alles neu gebaut ist. Und den Punkt hier merkt euch mal, weil hier kommen wir nachher wieder an, wenn der Rundgang endet, nämlich aus dieser Richtung. Ja, ich sitze jetzt hier auf der Kaimauer von der alten Mole. Hier seht ihr die beiden Leuchttürme, die die Einfahrt zum alten Strom, zum alten Hafen hier möglich machen. Da drüben seht ihr nochmal das große Hotel mit dem Yachthafen Hohe Düne. Und hier im Vordergrund das große Passagierschiff dort. Und da ist auch der Wohnmobilstellplatz, ne? Also kurze Wege, wie ihr seht. Hier der super feine, breite Sandstrand. Das zieht sich hier so einen guten Kilometer mit wirklich tollem Strand und danach wird es ein bisschen schroffer. Nicht minder schön, ganz im Gegenteil, da ist eigentlich so, ja, dieses Ursprüngliche fängt dann nachher an, so ungefähr nach einem Kilometer. Hier das Hotel Neptun, der Teepot, auch Wahrzeichen vom Warnemünde, und der alte Leuchtturm. Da gehen wir gleich nochmal hin. So, hinter mir seht ihr jetzt die beiden Wahrzeichen von Warnemünde, den Teepot und den alten Leuchtturm. Und hier beginnt auch die eigentliche Strandpromenade. Die Promenade an sich hat jetzt gar nicht so viel zu bieten, das ist wirklich so ein bisschen mal spazieren gehen und dann hat man eben überall die Strandaufgänge zu dem wirklich feinen Sandstrand.
wenn ihr in diese Richtung, wo die Strandpromenade jetzt geht, mit den Fahrrädern fahren wollt, fahrt ruhig eher durch den Ort, dann kommt nachher ein bisschen Straße und dann geht es nachher rechts rum. Da ist es dann auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt erlaubt ist, aber es ist, glaube ich, wenn nachher hier viel los ist, fährt sich das hier nicht schön. Warum ich das sage, in die Richtung gibt es einen wirklich herrlichen Fahrradweg. Ist jetzt nicht unbedingt für Rennräder geeignet, aber für ganz normale Fahrräder mit ein bisschen kräftiger Bereifung gut zu machen. Burgerende, Heiligendamm bis nach Kühlungsborn sind es ungefähr 26 Kilometer. Also das kann man auch ganz gut machen und der Weg ist wirklich schön. Also das lohnt sich echt. Was ich euch gerne ans Herz legen wollte ist, wir sind ja hier jetzt eben am alten Strom lang gegangen. Geht auch mal in die zweite, dritte oder vierte Reihe. Da ist Ruhe, da sind diese alten Häuser, die wirklich einen gewissen Charme ausstrahlen, der irgendwie beruhigend wirkt. Also ich mag da sehr gerne einfach langschlendern. Da sind natürlich keine Fischbuden und was weiß ich, das ist alles hier konzentriert, da ist Ruhe. Und dann kommt man auf den Kirchplatz, da gehe ich jetzt mit euch mal hin. So, das war mal ein kleiner Eindruck von den Häusern in der zweiten Reihe. Hier kommen wir jetzt auf den Kirchplatz zu. Der Kirchplatz ist so ein zentraler Platz. Hier findet auch Markt und solche Geschichten statt. Und das meinte ich hier, wo ihr mit dem Fahrrad langfahren könnt, wenn ihr Richtung Kühlungsborn wollt. Also ich drehe mich noch einmal in diese Richtung. Dann sind wir gleich wieder an der Brücke über den alten Strom. Hier fahrt ihr geradeaus über den Platz rüber, dann noch ein Stück an der Straße lang, dann haltet ihr euch rechts und dann seid ihr schon auf dem schönen Radweg. Ja, Heiligendamm, Burgerende, je nachdem wie weit ihr fahren wollt. Hier auf dem Platz sind eine ganze Menge Geschäfte, also auch Bäckereien, da hinten ist ein Edeka, da gibt es Bankautomaten etc. Also hier kann man sich ganz gut versorgen und das ist hier zu Fuß vom Wohnmobilstellplatz vielleicht 5 Minuten. Ne? So, ich bin zurück am Parkplatz, / Wohnmobilstellplatz. Ihr seht, der ist jetzt auch schon gut gefüllt und man merkt das jetzt auch schon im Ort. So langsam wird es. Hier ist das die Preistafel. Man kann sehen, Kfz höher als 1,90. Das wird für die meisten von uns zutreffen. Es sei denn, ihr seid mit einem Minicamper unterwegs, aber Kastenwagen und Wohnmobile in der Regel sicherlich über 1,90. 24 Stunden, 18 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass es auch so sein wird. Falls nicht, falls nach dem Bezahlen dann noch irgendeine Überraschung kommt, würde ich euch das noch mitteilen, aber ich gehe mal erstmal davon aus, dass das so ist. Ja, wie ich finde, eine Besonderheit an diesem Platz, hier darf man nicht nur mit Kastenwagen, Wohnmobil, Bulli, Minicamper stehen, sondern auch mit dem Wohnwagen. Als ich am Freitag hier ankam, stand hier auch noch einer, also vielleicht auch eine Idee für Leute, die, was weiß ich, auf Rügen oder irgendwo an der Ostseeküste Urlaub machen wollen, für einen Zwischenstopp. Kann man hier auch mal mit dem Wohnwagen her. Ich glaube allerdings, im Hochsommer wird es hier echt schwierig. Ne? Also es ist jetzt schon immer gut gefüllt. Man sieht, es jetzt ist so ein bisschen Abreise. Jetzt gibt es sogar in der ersten Reihe wieder Plätze. Aber spätestens in 2 Stunden ist hier wieder alles voll. Ne? Zweite Besonderheit von dem Platz, was ihr wissen müsst, hier gibt es keinen Strom. Also mit vollen Batterien kommen oder wenn ihr so wie wir unterwegs seid mit vernünftigen Lithium-Batterien oder Solar auf dem Dach und so weiter, dann ist es ja auch kein Problem, weil man steht ja schön in der Sonne hier. Aber Strom gibt es halt nicht. Nächste Besonderheit hier, es gibt hier keine richtige Grauwasserentsorgung. Es gibt hier diese Edelstahltonne, sag ich mal. Hier kann man seine Toilette und auch sein Grauwasser reinkippen. Also man muss dann das Grauwasser tatsächlich irgendwie mit einem Eimer oder mit einer Kassette auffangen. Direkt unter dem Riesenrad. Also wenn du Riesenrad fährst, weißt du nicht, wovon dir schlecht wird. Aber gut, es ist was da, um sein Zeug loszuwerden. Wenngleich auch vielleicht nicht so, wie wir es sonst so gewöhnt sind. Aber man kann was machen. Und hier vorne, da wo jetzt das Pärchen lang geht, ist eine Zapfsäule für Wasser. Da kriegt man für 50 Cent 100 Liter, also für Frischwasser ist gesorgt, sodass man eigentlich hier auch mal ein paar Tage länger stehen kann. Also machen kann man hier jede Menge. Ja, Schiffe gucken, den Anglern zugucken, hier Fahrrad fahren, bummeln gehen, essen, trinken. Also hier ist schon kurzweiliges Programm angesagt. Ne? Hier habt ihr die Zapfsäule.
Ja, die besonderste Besonderheit ist, hier am Zaun hängen überall diese Schilder. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Vielleicht kann euch oder weiß einer von euch da was zu und kann da vielleicht Aufklärung mal machen, ein bisschen was in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint ist oder ob das irgendeinen rechtlichen Hintergrund hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht hier, man darf hier nicht übernachten, keine Ahnung. Natürlich haben hier alle übernachtet und das ist ja auch, weiß ich nicht, bei Promobil und was weiß ich, überall ist der Stellplatz hier ja als offizieller Stellplatz eigentlich geführt. Keine Ahnung. So, ich bin zurück am Kastenwagen. Mal gucken, wo die Sonne am besten, so glaube ich, könnte mich am besten sehen. Ich bin zurück am Kastenwagen. Der kleine Rundgang endet hier. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn das so ist. Und abonniert unseren Kanal. Das ist kostenlos und freut uns sehr. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann abonniert ihn erst recht. Und dann drückt ihr auch noch die Glocke. Dann könnt ihr nämlich sehen, ob es beim nächsten Mal besser ist. Bis dahin. Ciao.